Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Ja, heute haben wir auch wieder meine alternativen Teams. Ich habe das ja beim letzten Mal bei der TM auch schon so gemacht, dass ich auch noch alternative Teams gebaut habe. Was bedeutet alternative Teams? Ihr seht hier, das sind nicht meine Teams. Die haben ein paar mehr Einschränkungen, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr accessible für viele Leute sind und so für dieses normale oder klassische Pull-Verhalten für viele Leute sind. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, so Hype-Super-Sugos nehme ich trotzdem dann mit rein, weil einfach ein Großteil der Playerbase tatsächlich auf die Units pullt. Es ist nun mal so, es ist halt dann schade für die Leute, die nicht gepullt haben. Aber es gibt ja genug andere Teams auch noch auf YouTube, auch von mir noch, die zum Beispiel ohne den Uta-Badge sind. Aber ich gehe halt eher davon aus, dass mehr Leute auf Uta gepullt haben, als nicht auf sie gepullt haben. Zumindest von den Leuten, die auch schon länger dabei sind und überhaupt auf solche Teams angewiesen sind für New World und so weiter. Ansonsten ist es wie immer, also wie beim letzten Video auch, die letzten beiden normalen Badges an Units sind nicht hier drin in den Teams. Das heißt, ich habe hier den Tobiroppo-Badge komplett rausgenommen. Ich habe den letzten TM, Limited Rare Recruit-Badge, komplett rausgenommen. Und ich habe natürlich auch den aktuellen Badge mit Hiyori und Ulti komplett rausgenommen. Und auch die aktuellen TM-Booster natürlich. Ich habe allerdings, wie gesagt, den Uta-Badge komplett reingenommen, weil ich halt wirklich davon ausgehe, dass ein Großteil der Playerbase darauf gepullt hat. Und von dem, was ich im Discord immer an Pulls gepostet bekomme, ist das auch so. Und ansonsten habe ich aber den Chopper aus dem Uta-Badge wieder nicht mit reingenommen. Den könnt ihr einfach ersetzen dann, wenn ihr ihn habt. Weil ich eher gesagt habe, yo, wenn jemand gepullt hat, dann wahrscheinlich auf dem Part von Uta. Und nur die Giga-Whales haben wahrscheinlich auf beiden Parts gepullt und haben dann auch wirklich alles. Und wie gesagt, wenn ihr alles habt, ist ja kein Problem, könnt ihr auch noch andersweitig ersetzen. Aber so erstmal jetzt die Grundvoraussetzung für das Video heute. Ihr seht das hier bei Units I Don't Have. Die beiden neuesten Badges, die neuesten TM-Booster sind hier drin. Und ansonsten nichts. Ja, wir fangen auch hier mit dem Nami-Team an. Hier brauche ich nicht mehr groß irgendwas zu erklären. Also aus dem anderen Video halt auch noch. Es ist exakt das gleiche Team. Es ist einfach das Recommended-Team von Bandai. Nur, dass ich wieder Brook durch Kobi und Hey Meppo ersetzt habe. Und das sorgt dafür, dass ihr hier alle Debuffs umspielen könnt. Easy peasy. Reicht eine ganze Weile. Das HP-Scaling von Nami ist nicht so hoch. Brook ist tatsächlich auch ein ähnliches Team zu meinen eigenen Teams, was ich gebaut habe. TM Croc wieder als Captain drin, auch wieder die Version mit Beppo und Sabo natürlich drin für den Conditional Boost, Hiyori drin für den Special Charge. Nur habe ich jetzt hier in dem Team den Zorro drin für den Threshold einfach und nicht die Shinobu, weil die Shinobu halt hier, ihr seht das hier, vom neuesten Badge ist und dafür bei mir in den alternativen Teams keinen Sinn macht. Aber trotzdem habt ihr hier einen Conditional Boost, einen ATK Boost, einen Color Affinity Boost und diesen Chain Boundary Boost plus einen Chain Multiplier von Beppo. Ihr habt hier mehr als genug Schaden mit dem Team. Auch hier würde ich euch empfehlen, als Schiff einfach Whale Sharks zu spielen, damit die Tandem Orbs, die Beppo euch gibt, auch matching sind. Also ihr solltet auf jeden Fall hier Whale Sharks als Schiff spielen. Ja, und Debuffs sind logischerweise im Spiel. Ihr seht das ja hier. Zorro macht das weg. Der Despair wird entfernt von Beppo. Und hier dann diesmal von dem Support auf Sabo, also 10 Turns Despair. Valentines Koala Support macht 2 Turns Despair weg. Beppo 5. Und dann gibt es noch 3 Turns über die Power Sockets und dann ist alles weg. Bei Robin habe ich dann ein Bon Clay Team gebaut. Bon Clay ist einfach im Allgemeinen immer ein guter Captain, weil er halt in jede Farbe switchen kann. Das macht ihn halt so stark. Er kriegt auch Special Charge. Alle anderen Units hier im Team kriegen auch Special Charge. Er kriegt hier Block Orbs hier ab. Die macht halt Shinobu weg. Und Bon Clay macht die auch weg. Ne? Es wird zwar nicht angezeigt, aber Bon Clay changes alle Orbs in Matching Orbs und gibt euch einen Base Attack Boost. Und dieser Base Attack Boost triggert auch noch seinen Super Type. Mit seinem Super Type kriegt ihr einen 3,25er Chain Lock, was perfekt für den Robin Fight ist, weil man hier halt diesen Chain Down kriegt und Attack Down unter einer gewissen Chain. Einfach Bon Clay Chain Lock, easy peasy, fertig. Bon Clay in Int machen. Wenn es dann irgendwann an Damage fehlt, beide Bon Clays in Int machen und alles ist super. So, Attack Down kriegt ihr natürlich auch wieder ab, macht halt Neptune weg. Und damit sind alle Debuffs umspielt. Wie gesagt, Base Attack Boost, Chain Lock. Hier gibt es noch einen Orb Boost, hier gibt es einen Color Affinity Boost. Und ich glaube, die Robin boostet ATK. Ja. So, damit habt ihr schon wieder alle Boosts und damit ist der Fight easy peasy. Gegen Chopper natürlich Sanji Zorro als viel zu recente Legende nicht mit drin. Also auch eine Legende, die jetzt keine super Sugo-Legende ist wie Uta. Deswegen nicht berücksichtigt. Dafür spiele ich einfach Doppel-Katakuri und habe dann auf dem
Luffy den Support von der Anniversary Nami von vor 2 Jahren. Das bedeutet, ihr könnt hier dann auf der Boss Stage einfach das Luffy Special zünden, weil er Special Charge ready hat. Danach könnt ihr Franky zünden und dann Katakuri zünden und Jinbei und dann könnt ihr den Boss das erste Mal besiegen und nach dem Revive zündet ihr Garb und noch ein Katakuri und das ist hier alles besiegt. Ihr seht das hier von den Divas, ist das nicht so schwierig, wenn ich das jetzt hinkriege, dass das sich das nicht so komplett verschiebt. Yo. Also ihr kriegt hier Battle Matching Orbs. Um die Battle Matching Orbs kümmert sich halt Katakuri. Ihr müsst halt dann darauf aufpassen, dass euer Friend Captain Katakuri, den ihr benutzt, möglichst, ich glaube, Level Limit Break Level 3 ist oder so. Weil wenn er Level Limit Break Level 3 ist, dann changed er auch Battle Matching Orbs in Matching Orbs ansonsten nicht. Also einer von den beiden Katakuris, entweder euer eigener oder der von Friend Captain, muss Level 3 haben. Ja, Paralyse macht ihr hier natürlich wieder mit Jinbei weg, genau wie Burn, der hat ja Double Special Activation. Dann den Special Reverse, wie gesagt, mit Luffy und mit Franky. Und durch die Barriere, durch die Psy-Barriere kommt ihr halt durch, weil Katakuri hat eure Orbs in Matching switched. Und ja, nach dem Revive, Block Orbs, kümmert sich halt wieder Katakuri drum. Und den Bind, der ist für euch egal, weil dadurch, dass ihr Luffy gezündet habt, switcht er sich in die Captain-Position, kriegt den Bind ab und geht dann wieder raus, sodass ihr dann halt auf dem Revive nur noch 5 Units habt. Aber das reicht trotzdem locker aus. Ihr könntet sogar noch auf Garb hier den Support von TM Legend Sanji spielen, weil ihr dann auch noch zusätzlich zum ATK-Boost auf dem Revive noch einen Orb-Boost bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber könnt ihr auf jeden Fall machen. Ihr könnt natürlich auch genauso anstelle von Garb, falls es vom Damage für den Revive zu knapp wird, ich meine vom normalen Damage zu knapp wird, weil beim Revive ist der Boss ja Int. So, das heißt, da wird der Damage so nicht zu knapp werden. Aber gegen den normalen Boss, der ist halt Quick und ihr habt hier im Endeffekt nur Jinbei als einzige Dex-Unit. Wenn das irgendwann vom Schaden zu gering wird, spielt anstelle von dem Garb einfach irgendeine Dex-Unit. Keine Ahnung, Carrot Wanda, Koala, den Drake hier, macht keinen Unterschied. Einfach, dass ihr noch eine Dex-Unit mehr habt. Und auf dem Revive werdet ihr sowieso vom Damage her klarkommen. So, das sind die Standard-Boss-Teams von den alternativen Teams. Und mein alternatives Boss-Team habe ich jetzt als nächstes für euch. Immer noch ein 9,47er Boost. Wenn es euch interessiert, hier unten steht es auch dran. Ihr würdet mit diesen Teams 39 Nuff-Level brauchen, um die 10 Millionen Rewards zu bekommen. Ich glaube, mit meinen eigenen Teams ist es logischerweise ein bisschen weniger. Aber ist ja klar. Und ja, Luffy hier auch wieder. Ne? Wir nutzen hier einfach Uta und den Badge von Uta. Wie gesagt, das habe ich jetzt hier vorausgesetzt. Wenn ihr das, wie gesagt, für die Mini-Bosse nachbauen könnt und für die Bosse nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann nehmt ihr halt, falls ihr auf Uta nicht gepult habt, aus meinem Free-to-Play-Video die Teams. Oder ihr nehmt von jemand anderem die Teams, der auch ohne Uta gebaut hat. Macht ja keinen Unterschied. Es gibt mehr als genug Teams da draußen. Also, Paralyse egal, Uta ist Captain. So, Block Orbs kann hier der Luffy wegmachen. Gegen diese Chain-Down-Mechanic, da spiele ich ja auch in dem Team den höchsten Point-Booster in Zorro, weil das hier easy möglich ist. Also guckt, dass ihr dann in der Friendlist einfach einen von den Zorros nehmt. Der kümmert sich um diese kompletten Chain-Buffs und dann ist Stage 2 auch schon besiegt. Auf Stage 3 gibt es dann nochmal Block-Orbs, da kümmert sich dann diesmal Brook drum. Silence kümmert sich Robin drum. Burn kümmert sich Robin drum. Durch die Perfect-Barriere müsst ihr euch einfach durchtappen. Diese Resilience wird weggemacht, weil ihr Magellan spielt. Magellan gibt Poison auf den Gegner, gibt euch noch ein Poison-Conditional und die Poison tötet den Gegner halt End of Turn. Und das ist es im Endeffekt dann auch schon mit dem Boss-Fight. Wie gesagt, ich brauche da jetzt nicht mehr so extrem viel drauf einzugehen auf alles, weil ich das ja jetzt schon mittlerweile in 2 Videos erklärt habe. Wenn ihr die natürlich nicht gesehen habt, ja, ist es, ich habe es ja trotzdem ein bisschen erklärt. Alles gut. Und bei der Invasion, letzter Fight von diesen Teams, kriegt ihr hier auch wieder Special Charge für Fighter, Free Spirit und Powerhouse. Ihr kriegt hier Paralyse ab, wieder egal, weil ihr Uta als Captain spielt. Ihr kriegt hier diese 2 Turns, 5-fache Int-Barriere. Ich mache das bei dem Team genauso, wie ich das bei meinem Free-to-Play-Team mache, dass ich halt das Special von Cracker benutze, um alle meine Orbs in Dex zu machen und dann das Special von Sanji, um die Dex-Orbs in Int-Orbs zu verwandeln. Wir haben hier 5 Int-Units im Team, damit kommen wir genau durch die Barriere durch. Für den Threshold ist hier der Zorro wieder im Team, der gibt euch dann auch gleich wieder den Chain-Lock für Stage 2 und für die Boss-Stage. Und dann ist die Stage auch schon wieder besiegt. Wie gesagt, Interrupts bekommt ihr nicht ab, Uta ist immun dagegen. Auf Stage 3 Paralyse wieder, Uta ist immun, Special Reverse, Uta ist immun. Ihr kriegt hier Death Up ab, da habe ich einfach Robin dann im Team. Robin hat ein Death Down Special und dann Death Down Conditional, das heißt, ihr kriegt auch noch extra Damage auf der Boss Stage. Und die Nami hier in dem Team ist ein komplett freier Slot. Die habe ich nur reingetan, weil sie ein 1,35er Booster ist und weil sie eine Int-Unit ist, damit es dann auf Stage 2 funktioniert. Ich zünde sie im Endeffekt nicht mal. Die ist nur drin als Int-Unit. Die könnt ihr frei ersetzen durch eine andere Int-Unit, wenn ihr sie habt mit höherem Boost.
Ja, oder mit noch einem extra Special für mehr Damage später, falls ihr noch irgendwo mehr Damage brauchen sollt. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon mit dem Teams. Ich hoffe auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Warum ihr das Video schaut, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Sarie!